Willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Es ist Leg Day und wir haben ein weiteres Tutorial-Video für euch. Und zwar heute die Hackenschmidt-Beinpresse. Hey Leute, willkommen auf Stefans YouTube-Kanal. Wir schauen uns heute Hackenschmidt-Kniebeugen an, aber das sind jetzt heute Anweisungen, die man eigentlich auf jede Kniebeugenmaschine etc. umlegen kann. Mir geht es heute um die maximale Aktivierung des Quadrizeps bei Beugevariationen. Wir haben jetzt heute die Hackenschmidt ausgewählt, weil ich einfach der Meinung bin, dass es die beste Übung ist oder die beste Verbundübung ist, um den Quadrizeps zu treffen, zu aktivieren. Meiner Meinung nach der Beinpresse um einiges überlegen. Und ich möchte euch jetzt kurz sagen, auf was es ankommt, wenn man Hackenschmidt macht. Grundsätzlich muss man immer dazu sagen, die meisten Leute denken immer in Übungen. Also die Übung ist für die Muskelgruppe, die Übung ist für jene Muskelgruppe. In Wirklichkeit kommt es nicht auf die Übung an, sondern es kommt darauf an, wie man die Übung ausführt. Vor allem bei der Hackenschmidt ist es so, ich kann da sehr, sehr viel über meinen Stand steuern, ob ich jetzt aus dem Quadrizeps drücke, aus dem Gluteus, aus dem Beinbizeps oder aus den Adduktoren. Wenn ich jetzt zum Beispiel maximal den Quadrizeps aktivieren möchte, dann sucht euch den Stand, der so weit wie möglich unten auf der Plattform ist, ohne dass ihr die Fersen abhebt. Also möglichst weit unten und maximal so weit unten, bis dass eure Fersen von der Plattform hochkommen. Das ist einmal ganz, ganz wichtig. Standbreite ist jetzt grundsätzlich vollkommen egal. Früher hat man immer gesagt, enger Stand, Zehen eingedreht für den äußeren Schwung und ausgedreht für den inneren Schwung, ist meiner Meinung nach vollkommener Schwachsinn. Steht einfach so, wie es für euch natürlich ist und ihr die größtmögliche Range of Motion erzeugen könnt und die größtmögliche Power in die Plattform bringt. Und natürlich, was halt für den Quadrizeps wichtig ist, der Quadrizeps ist der Strecker eures Kniegelenks. Das heißt, ich sollte den Stand so wählen, dass ich eine maximale Knieflexion habe. Ja. Das heißt, dass ich das Knie so weit wie möglich nach vorschieben kann, wie gesagt, ohne dass meine Ferse unten abhebt. Da sind wir wieder bei dem gleichen Problem, was der Stefan vorher angesprochen hat mit den Schuhen, dass viele Leute eine zu schlechte Dorsoflexion haben. Dann müsst ihr an der Mobilität eures Sprunggelenks arbeiten. Von der Standbreite, wie ich vorher schon gesagt habe, ja, also es muss kein enger Stand sein. Jetzt zum Beispiel in meinem Fall ist das relativ leicht demonstriert, warum ein enger Stand jetzt nicht ideal ist. Ja. Angenommen, ich mache jetzt einen engen Stand, dann ist das Ende meiner Range of Motion. Ja. Gehe aber jetzt ein paar Grad nach außen, schaut mal, wie viel weiter meine Range of Motion da jetzt ist. Einfach weil mein Hüftgelenk so, weil es die natürliche Position meines Hüftgelenkes ist. Ja? Wenn ihr mit einem neutralen Engelstand eine große Range of Motion schafft, hey, dann macht das, dann ist das super. Ja? Nur wenn ihr ein paar Grad nach außen geht und dann auf einmal 10 cm Range of Motion gewinnt, ja, dann macht das, wie ihr die beste maximale Range of Motion habt. Gut. Stand so weit wie möglich hinten, ohne dass eure Fersen abheben. Und ganz, ganz wichtig, hier würde ich wieder sagen, gleicher Stand wie bei unserem Kreuzheben und Kniebeugen.
Experiment, ein Standsprung und ganz, ganz wichtig ist, Knie und Zehenspitzen sollten immer ein Verlauf sein. Ja? Das heißt, es sollte nie so sein, dass jetzt die Knie noch, die Zehenspitzen nach außen schauen und die Knie nach innen. Das ist ganz fatal. Ja? Okay? Also das heißt, Hüfte auf und Knie im Verlauf der Zehenspitzen. Full range of motion, unten kurz pausieren und dann ist ganz, ganz wichtig, drückt euch hinten in die Plattform hinein. Ja? Das heißt, es darf niemals das passieren. Ja? Ihr müsst euch immer am untersten Punkt in die Plattform reindrücken. Was auch noch eine oft gestellte Frage ist, ja, sollte jetzt der Rücken unten auf der Plattform anliegen oder sollte ich meine natürliche Lordose beibehalten? Ich würde immer schauen, dass der komplette Rücken auf der Plattform anliegt. Einatmen, langsam nach unten, dagegen halten, kurz eine Sekunde pausieren. Jetzt Druck in die Plattform erzeugen, versuchen das Knie zu strecken und dann in die Plattform hinten reindrücken und aufstehen. Ja? Das heißt, stellt euch nicht vor, ihr drückt die Plattform weg, ihr macht eine Pressbewegung, sondern stellt euch am untersten Punkt vor, ihr macht eine Kniestreckbewegung. Ja? Und jetzt schiebe die Plattform so nach vorne weg und ich strecke mein Knie und lock oben nicht aus, dass ich eine schöne konstante Spannung habe. Nach unten, pausieren, Knie strecken und kontrolliert aufschieben. Wie ein Kolben auf und ab. Das Allerwichtigste ist, nicht unten in das Loch reinbouncen und den Stretch-Reflex nutzen, sondern als Bodybuilder solltet ihr euch im Idealfall sogar den Stretch-Reflex komplett abtrainieren. Nach unten, dagegen halten, Spannung aufbauen, jetzt Druck in die Plattform generieren, Plattform nach vorne wegschieben, Knie strecken und aufstehen. Zwei ganz wichtige Sachen. Eine hat der Michi schon gesagt. Oben bitte nicht in den Lockout gehen, erstens aus muskulären Gründen, weil man dann länger unter Spannung bleibt und im Lockout nehme ich ja die Last von der Muskulatur weg. Das Zweite ist, wenn ich dort oben zu massiv oder zu intensiv reingehe und manche pfeffern es mit Schwung oft rein, ist das natürlich alles andere als leibend fürs Kniegelenk. Und das Zweite Wichtige ist, der Michi hat kurz angesprochen, Rücken mit Kontakt auf die Rückenlehne. Was ganz, ganz wichtig für die Range of Motion ist, wenn ich nach unten gehe, darf es das Becken nicht nach vorne ziehen. Ganz, 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 ganz wichtig. Ich muss die Range of Motion für mich so wählen, dass ich mit vollem Kontakt zur Rückenfläche ganz nach unten komme. Schaffe ich das nicht, heißt das für mich, ich brauche mehr Bein, Bizeps und Gluteus Mobility, weil wenn es das Becken da unten wegzieht, dann kriege ich natürlich einen unnötigen Stress auf den Rückenstrecker und auf die Lendenwirbelsäule, was früher oder später sicher zu Problemen führen wird. Das war's mit einer der Königinnen, finde ich, der Beinübung, der Hackenschmidt-Beinpresse. All diese Sachen, wenn ihr euch das genau durchdenkt, sind für alle anderen Beinmaschinen, also für alle Compound-Movement-Beinmaschinen genauso umsetzbar. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns wieder beim nächsten Video.